Nehmen wir uns eine kleine Aufgabe vor. Ich habe hier im Prinzip eigentlich im Grunde genommen da so mehrere Dinge am Start, wo man so mit anfangen kann. Habe da eben mal so reingeguckt, was vielleicht so ein bisschen für uns typischerweise auch vorkommen könnte. Und da geht es immer auch um irgendwelche Hebelgeschichten. Und zwar habe ich zum Beispiel die Formelsammlung aufgeschlagen. Ich darf die jetzt hier gerade mal nicht zeigen, weil das ja hier auch mehr oder weniger öffentlich ist, was wir machen. Formelsammlung. Und da suche ich mir tatsächlich dann irgendwo einigermaßen mehr oder weniger hässliche Formeln heraus. Und da nehme ich mir die Seite 47. Und da gibt es eine Formel, die da heißt FB. Da geht es um diese Auflage bei den Balken irgendwie. FB ist also F1 mal L1 plus F2 mal L2. So sieht's aus. Und da kommt aber gleich noch ein bisschen was dazu, denn das Ganze wird nochmal geteilt durch L sozusagen hier irgendwie dahin geschrieben. Vielleicht, wenn ihr mitarbeitet, guckt ihr einfach kurz in die Formelsammlung rein. Aber im Grunde genommen ist es eben genau dieses Bildchen da, wo zwei Auflager drauf sind, so zack. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch schon so ein bisschen gucken, wie die Qualität so in der entsprechenden Darstellung ist. Wir haben hier natürlich auch mehrere Farben am Start, die benutze ich dann auch immer gerne, weil sie so ein bisschen auch dann, naja, das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Da haben wir die Auflagerkraft FA, so heißt das Ding. War in der Prüfung so in der Form eigentlich auch noch nie irgendwo dran gewesen. Und wir wissen natürlich auch, dass egal, was in der Formelsammlung drinsteht, immer auch Thema sein kann. Und letztlich haben wir dann hier die eine Auflage, also eine Belastungskraft, die nennt er hier F1. Er hat noch eine zweite irgendwo. Wie groß sie sind, wissen wir nicht. Ist auch völlig egal. Wir reden ja hier über Formeln. F2. Und dann hat er hier die entsprechenden Längen uns irgendwie gegeben, die dann aber auch, wenn du die Formeln einsetzen willst, wirklich genau in der Art und Weise dann einzusetzen sind, wie sie denn hier auch angegeben sind. L ist der Abstand zwischen den Auflagerpunkten hier. Dann hast du gewissermaßen dieses hier als L4, sagt er dazu. Ich muss genau gucken, weil so scharf sind meine Augen jetzt hier auf der kurzen Strecke dann auch nicht. Das ist L4. Dann hast du hier zwischen F2, also von hier bis zum Auflager, ist es L3. Und ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ich schreibe also tatsächlich auch ein bisschen kleiner. Und insofern ist das vielleicht dann auch mal ganz schön einfach zu sehen. So sind die Verhältnisse. Hier vorne hast du dann die Länge L1. Und das alles steht ja in der Formelsammlung so drin. Und L2, die ist gewissermaßen von hier bis hier vorne. Also ich meine, jetzt habe ich sie aber auch, glaube ich, alle mal zusammengetragen. L2. Und naja, jetzt können wir entsprechend zuordnen, was hier vorne los ist. L4 selbst sehe ich hier gar nicht in der Formel. Also insofern scheint das ja hier dann auch gar nicht so eine große Rolle zu spielen. Perfekt. Stellen wir mal die Frage danach, was wollen wir denn uns jetzt angucken? Stellen wir uns vor, wir hätten also die Kräfte gegeben irgendwie. Jetzt müssen wir in dieser Gleichung immer sehen, dass also von allen Variablen, so heißen die Dinger hier, F, F1 und so weiter, alle gegeben sind, bis auf eine. Und jetzt einfach zur Übung stelle ich mir mal vor, ich hätte gerne diese Kraft F2 gesucht. Also, alle anderen Größen sind gegeben, das Auflager FB und so weiter, Rhabarber. Finde ich also die Fragestellung F2, wie groß ist sie denn? Wie man sowas in der Aufgabe formuliert, keine Ahnung, sage ich immer, aber so wäre es dann eben. Und jetzt heißt es, stell die Formel bitte nach der gesuchten Größe F2 um. Tja, das sind Grundlagen, das heißt, das hat mit NTG ja eigentlich so noch überhaupt nichts zu tun. Hier sind mathematische Zusammenhänge gefordert und das Erste, was mein kleines Auge immer tut, ist erstmal auflösen. Handelt es sich hier zum Beispiel um eine Punkt- oder eine Additionrechnung? Und die, was ich sofort erkenne, ist, dass dieser lange Bruchstrich immer wie eine Klammer um das hier oben herum wirkt. Also das ist eine Punktrechnung und bedeutet immer, rechne erstmal alles oberhalb der Klammer aus, bevor du überhaupt was damit machen darfst, nämlich hier durch L teilen. Also muss ich jetzt erstmal diese feste Bindung geteilt auflösen und das wird immer mit dem Gegenteil getan, was also hier die Formel hergibt. Das bedeutet ja geteilt, also muss ich mal L rechnen, damit dann sozusagen die entsprechende Größe dann auf die andere Seite kommt. Gesagt, getan, ich schreibe es dann also auch hin.
und werde dann also L mal so links hinschreiben. Das FB bleibt natürlich hier stehen. Und das Ganze ist jetzt, die Klammer brauche ich nicht mehr, weil durch diese Multiplikation löst sich dieser Bruchstrich auf. Dann schreibe ich das Ding hier auch nicht mehr mit. Bleibe also bei F1 mal L1 plus. Und jetzt schreibe ich mal dieses F2 auch in Rot, weil ich wissen will, aha, das ist ja jetzt das, was ich suche. Mal L2. So, bis hierhin bin ich also gekommen und sehe natürlich, dass immer noch Mal und Plus auf einmal jetzt ohne irgendeinen Bruchstrich da verheiratet sind. Und das ist eine lose Bindung. Das heißt also feste Bindung, lose Bindung. Das heißt, gedanklich wieder mit den Klammern gedacht, hält das Malzeichen diese beiden Dinger so richtig schön fest zusammen und die sprenge ich auch nicht auf, sondern erst muss ich dieses Plus oder Minus, und das würde bedeuten, der linke Teil geht auf die andere Seite. Der Arbeitsstrich, den ich machen würde, würde heißen Minus, weil hier vorne gedanklich auch ein Plus da vorne vorsteht. Wir schreiben das nicht mit, aber so ist es eben. Minus, große Klammer auf F1 mal L1. Und ich schreibe es jetzt einfach mal so, damit es eben auch für die, die das noch nicht so richtig genau kennen, dann entsprechend auch dann nochmal übersichtlich wird. Geht also auch auf die andere Seite rüber und ich bleibe mal dabei. Das L war eben noch blau, jetzt ist es aber schwarz geworden. L mal FB. Und dann geht es mit blau auf die andere Seite mit minus F1 mal L1. Wow. Hat doch super funktioniert, oder? Geht weiter. Ist gleich. Dann ist das Ding also auf der anderen Seite. Übrig bleibt nur das, was hier jetzt noch steht. Die Klammer brauche ich wieder nicht. Ich habe sie ja nur zum Verständnis mitgeschrieben. F2 und in Schwarz geht es dann weiter. Mal L2 auf der rechten Seite. Jo. Sieht ja schon sehr viel freundlicher aus als eben noch da oben. Das bedeutet, was müssen wir nun tun? Richtig, wir müssen jetzt die feste Bindung, die hier mal bedeutet, auflösen. Und da wir hier oben ja auch schon das Gegenteil von dem getan haben, wie die Rechenanweisung war, müssen wir jetzt also teilen. Geteilt durch L2. Und das muss man einfach so neidlos anerkennen. Die Rechenanweisung gilt für alle Gleichungsseiten, also hier für alles. Im Prinzip heißt es dann, ich schreibe in Schwarz erstmal wieder hin, was war, L mal FB, dabei spielt es gar keine Rolle, ob man FB mal L schreibt oder sonst wie. Einfach so, wie es einem am besten gefällt. Und jetzt kommt die Arbeitsanweisung, und zwar für alles, geteilt durch alles, also diese gesamte Summe. Das heißt, für mich steht der linke Teil der Gleichung hier wieder gedanklich in Klammern. Das heißt, teile alles, was da steht, durch L2. Und dann habe ich natürlich die gesuchte Größe mir da herausgearbeitet, die da jetzt heißt F2. Und wenn ich Zahlen hätte, ja, Herrgott nochmal, würde ich die jetzt einsetzen und würde sagen, toll, das war eine super Sache. Einfach nochmal so ein ganz kleines bisschen durchgerockt, was man hier so machen kann. Und das sind natürlich Basics, die man drauf haben muss, und da darf es nicht aus Versehen mal richtig werden, weil dann wird die gesamte Prüfung wirklich zum Abenteuer. So, das war mal so ein ganz kleiner Ansatz aus der Formelsammlung Seite 47, und ich sehe schon, da sind schon 10, 15 Leute mittlerweile im Chat drin. Alle gucken nur, finde ich super. Also, wenn da mal einer irgendwas schreiben will und sagt, hey, kannst du mal die oder jene Formelsammlung umstellen? Oder besser gesagt, die eine oder andere Formel. Dann gehe ich jetzt einfach mal, weil ich sage mal, ich kenne ja auch alle Formeln hier mehr oder weniger gut. Und an denen würde ich auch üben, denn in den Prüfungen können ja genau auch diese Fragestellungen aus den Formelsammlungen herauskommen. Und dann wäre eine zweite, eigentlich mögliche Geschichte, die Elektrotechnik. Na, ihr kennt alle mein wunderbares Übersichtsgebilde hier, wo man sagt, das sind die Hauptthemen hier, ja. 1, 2, 3 und so weiter. Und aus allen verschiedenen Varianten kannst du dir natürlich jetzt hier irgendwelche Formeln raussuchen. Und Elektrotechnik ist natürlich immer irgendwie ein Highlight, ist also fast immer irgendwie gesetzt, dass man auch rechnen muss. Aber man weiß es nicht genau. IHK macht ja, was sie will.
Und das ist eigentlich für uns, naja, ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich schnappe mir jedenfalls die Formelsammlung. Welche Seite ist das denn? Die Seite 58. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hier tatsächlich noch eine alte Formelsammlung von 2018. Gibt ja schon eine neue von 2019 und 2020, meine ich, ist auch schon zu bekommen, sind zwei Formeln dazugekommen. Aber welche Formel nehme ich mir denn? Klassischerweise gibt es immer die sogenannte Parallelschaltung. Und ohne jetzt die physikalischen Hintergründe da zu erläutern, ich gucke also rein und mache mir dann also kurz mein kleines Bildchen, aber jeder, glaube ich, kennt die auch mehr oder weniger. Parallelschaltung, da hast du irgendwo hier jetzt den Anschluss, hier soll es jetzt Wechselstrom sein oder gleich. Halleluja, Abed, du hast dich hier voll reingeklinkt und wenn du es machst, mach es bewusst, denn sonst kriege ich hier direkt also Ohrflash. Ja? Also, immer dann, wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt, grätsch rein, dann höre ich zu. Aber ansonsten würde hier jetzt so ein Overload in meinem Hirn entstehen, wenn fünf Leute gleichzeitig auf mich einquatschen. Das ist das Einzige, was an diesem Online-Unterricht wirklich ein bisschen doof ist, finde ich, dass man tatsächlich im Grunde immer nur einer reden kann. Ich kann nicht sehen, was die anderen Kollegen da so erzählen und so weiter. Aber wenn man sich sowas hier anguckt, dann sehen wir hier jetzt die zwei Widerstände, da könnten ja auch mehrere noch dran sein, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei R1 und bei R2 soll das heißen. Und jeder von uns weiß doch im Prinzip, dass der Widerstand bei der Gesamtwiderstand R Gesamt berechnet wird aus R1 mal R2 geteilt durch die Summe aus beidem. So steht das ja auch hier in der Formelsammlung. Ich schreibe ja tatsächlich nur ab, ja, plus R2. Und da ist das schon ein bisschen blöder, finde ich, weil jetzt müssen wir überlegen, wonach könnten denn hier die Formeln sozusagen umgestellt werden. Naja, entweder nach R1 oder nach R2, aber beides kann man nicht. Wir brauchen immer eine Variable. Und da haben wir auch schon im Prinzip wirklich den Fakt, wir suchen zum Beispiel R2 und da ist es etwas blöder im Gegensatz zu dem, was wir da oben eben hatten. Das steht hier im Zähler und im Nenner, wenn ich das so richtig sehe. Und ich muss jedes Mal nachdenken, ah, Zähler, Nenner, dann habe ich also im Prinzip wieder die Klammerwirkung, so wie wir sie hier oben ja auch schon hatten. Alles, was über dem Bruchstrich steht, der Bruchstrich ist wie eine Klammer, also auch das hier oben ist wie eine Klammer. Oben ist natürlich nur mal, das habe ich ja schon gesehen, aber unten ist Plus. Also im Grunde genommen kann ich jetzt, also wenn es um die Rechenoperation geht, tatsächlich nur über diese Klammern reden. Und damit ich das sowieso alles in eine rechenbare Arbeitsebene bringe, muss ich diesen unteren Klammerausdruck komplett auf die andere Seite bringen, damit es erstmal mit dem Bruchstrich irgendwie ein Ende hat. Wie mache ich das denn? Jo, ist doch nicht so schwer. Ähnlich wie hier auch. Mach erstmal bitte, dass der Bruchstrich verschwindet. Das würde bedeuten, ich muss erstmal rechnen. Mal Klammer auf R1 plus R2. Richtig? Ja, finde ich schon gar nicht so ganz schlecht, das ganze Gebilde, oder? Schreib es erstmal hin und dann schauen wir, wie das Leben weitergeht. Huiuiui. Also, das geht rüber. Hier vorne kommt gedanklich das Malzeichen hin und dann schreibe ich da das R gesamt mal einfach vorne vor. Wieder die Reihenfolge ist egal, ob erst R gesamt oder dann dieser Klammerausdruck. Aber ich bleibe auch schon dabei, denn die Klammer hält gewissermaßen die Summe hier zusammen. Und dann steht da natürlich R1 plus, und jetzt schreibe ich das mal in Rot wieder, damit ich weiß, bitte, da ist jetzt meine gesuchte Größe geblieben, denn mit den Farben kann man das immer ganz gut erkennen, wo was so bleibt. Das ist immer sehr, sehr schön visualisiert, sagen wir auch dazu. Aber für mich ist es immer noch mal eine zusätzliche Herausforderung, dann hier mit diesem Farbenkostüm zu arbeiten. Übrig bleibt jedenfalls nur das obere Gebilde. Da hier mal zwischensteht, brauche ich die Klammer wieder nicht schreiben, weil der Bruchstrich weg ist und das, was drunter ist, eben auch so. Also R1 mal und wieder in Rot, weil ich weiß, ah, das ist ja meine gesuchte Größe, R2. So, im Grunde ist das immer wie so ein Schachspiel. Man weiß immer nicht so ganz genau, wie geht es denn zu Ende. Man muss irgendwas machen und gucken, wie die Aufgabe dann so antwortet. Tue ich ja auch. So, und jetzt sehe ich schon, ich will dieses hier alleine auf einer Seite haben, aber irgendwie sieht es blöd aus. Ich weiß gar nicht, wie. Ich kann hier jetzt nicht einfach hier Minus nehmen, um das rüberzukriegen. Die Klammer hält das zusammen. Also ist der nächste Arbeitsschritt für mich
Mach doch bitte nichts anderes als löse erstmal die Klammer auf. Denn wir wissen doch, wenn wir die Klammer auflösen, müssen wir alles, was in der Klammer drin ist, hier, zack, miteinander ausmultiplizieren. So, und dann haben wir es doch, oder? Feine Sache, mach es. Gut, gut. Wieder in schwarz, weil im Prinzip ist das jetzt eine Rechenoperation, die da heißt, das ist ja schon rübergestellt, also R Gesamt mal R1. Naja, und das wäre das Pluszeichen, wäre also auch schwarz. R Gesamt und mein rotes gesuchtes Gebilde bleibt natürlich auch mein rotes gesuchtes Gebilde R2. Und es ist auf der rechten Seite nichts passiert, heißt also tatsächlich gleich R1, wird gleich verrückt hier, mal R2. So, und jetzt sieht man wieder, was dieser kleine Trick so beinhaltete. Hier denken wir wieder, feste Bindung durch die Punktrechnung, feste Bindung durch die Punktrechnung. Dann kann ich wieder nur über diese Klammerausdrücke mit dir sprechen. Und dann will ich natürlich das auf die andere Seite rüberbekommen. Und ich glaube, das ist dann auch gar nicht so ganz furchtbar schwer. Aber eins nach dem anderen. Hier vorne steht jetzt erstmal multiplizieren. Und hier würde jetzt umstellen stehen auf eine Seite. Ne? Also auf eine Seite bringen heißt das ja eigentlich. Auf eine Seite bringen. Huiuiui, bringen. Und wie macht man das? Naja, das Gegenteil von dem, was hier vorne steht, würde bedeuten, machst du bitte minus. Wieder in blau, von mir aus also minus R Gesamt mal von mir aus das rote R2. Und dann geht das also von hier darüber. Ich stelle mir das immer so ein bisschen bildlich vor. Auf der linken Seite bleibt dann also tatsächlich stehen R Gesamt. Und da muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich hier nicht aus dem Bild laufe. Ja, R Gesamt mal R1 ist gleich R1. Ja, und jetzt bleibe ich dabei. Rotes mal R2. Uiuiui. Minus schwarzes R Gesamt mal rotes R2. So. Und jetzt sieht man schon, wir haben es wenigstens so weit geschafft, dass wir den ganzen Zauber hier auf eine Seite gezerrt haben. Und jetzt muss man hier an dieser Stelle etwas machen, was im Grunde genommen hier oben auch schon steht. Denn wenn ich ausmultipliziere, ja, dann sehe ich, dass R Gesamt natürlich in beiden Additionsausdrücken drin steht. Und jetzt kann ich also dieses Rote wieder nach vorne aus der Klammer herausziehen. Und das heißt dann faktorisieren. Faktorisieren bedeutet also, klammere jetzt das Gleiche heraus. Ich muss das ein bisschen nach oben schieben, damit ich immer sehen kann. Und ich schreibe das auch nur abkürzenderweise dahin. Faktorisieren. Faktorisieren. Also heißt das im Prinzip, das rote R2 vor die Klammer schreiben. Ja, so, das meine ich. Und das machen wir doch hier jetzt mal. Das schwarze R Gesamt mal R1 bleibt. R Gesamt mal R1 bleibt. Ist gleich. Und jetzt ziehen wir tatsächlich also rote R2, so wie das hier oben schon in umgekehrter Weise vonstatten gegangen ist, nach vorne. Das heißt, ich muss das R2 nach vorne schreiben. Dann bleibe ich mal bei meinem Blau, damit das nochmal zu sehen ist. Mache ich die Klammer und das, was jetzt ohne R2 hier stehen bleibt, ist ja nichts anderes als R1 minus R Gesamt. Nervt richtig, aber manchmal kommen sie uns eben auf solche blöde Art und Weise und dann bleibt es uns wirklich auch nicht erspart. Gut, auf geht's. Das heißt, ich bin schon so nah dran. Ich sehe, die Klammer will ich ja gar nicht auflösen, war ja die Bemühung, alles auf R2 zu konzentrieren. Dazwischen steht jetzt nochmal so ein Malzeichen und als letzten Arbeitsstrich, ich weiß gar nicht, wo ich den hier noch hinschreiben soll, müsste eigentlich hier unten stehen, ja, müsste ich eigentlich jetzt das Gegenteil von dem tun, was hier steht. Also ich muss also teilen, wenn du so willst, durch diesen Klammerausdruck, der jetzt da entstanden ist. Und das schreibe ich mir dann hier oben mal hin, damit das dann endgültig auch eine vernünftige Größe wird. R Gesamt mal R1 steht ja hier auf der linken Seite.
dann soll ich durch die Klammer teilen, also alles geteilt durch. Wenn ich teile und der Bruchstrich wie eine Klammer ist, brauche ich das hier jetzt auch nicht mehr in Klammern schreiben, also R1 minus R gesamt. So, endlich scheint es zu sein, dass ich jetzt sagen kann, jo, jetzt wird das Ganze natürlich zu meinem R2. Und wenn man das dann einmal so ein kleines bisschen für sich ab und zu mal würdigt, dann weiß man schon, Halleluja, das sind Aufgaben, die können einen, wenn man dann schon in der Prüfung ein bisschen nervös ist und da sowieso so ein bisschen unsicher ist, einem das Leben echt schwer machen. Ja, ich denke, für so einen kleinen Schnupperkurs, wo wir mal zwei Aufgaben so durchrechnen wollten, ich gucke gerade so auf die Uhr, das ist schon 24 Minuten um, da habe ich immer das Gefühl, die Zeit, die frisst einem hier sozusagen alles weg. War natürlich diesmal nur so eine Art Monolog nach dem Motto, ich rede, ihr hört zu. Ich frage euch nicht, hast du das verstanden? Was hättest du jetzt gemacht? Das ist natürlich jetzt, wenn wir in so einem Kollektiv arbeiten, etwas schwierig. Aber für alle die, die das noch nicht so kennen, wie man hier so im Online-Unterricht arbeitet, wäre das ja vielleicht dann schon eigentlich keine schlechte Geschichte, dass man dann einfach da sich dann an der Stelle so ein bisschen austauschen kann. Jo, und dann kommt das allgemeine Lieblingsspiel, BE. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und schreibt mir fleißig bei Facebook, was euch so auf dem Herzen liegt. Vielleicht können wir das eine oder andere ja tatsächlich für euch realisieren. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Ich hätte fast gesagt, behaltet mich lieb, aber so weit wollen wir nicht gehen. Bis dahin, liebe Grüße, Klaus.